Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Steam hat ein bisschen reingeschissen und vor allem DangerZone-Fans falsche Hoffnungen gemacht. Des Weiteren reagiert nun auch die ESL auf dieses noch recht neue SnapTap-Feature. Was es mit den beiden Punkten genau auf sich hat, erfahrt ihr jetzt im Video. Let's go! Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein, doch. DangerZone ist ja seit CS2-Release immer wieder in mancher Munde und die Leute haben Bock drauf. Man findet immer wieder Dinge, Codeschnipsel und so weiter und so fort zu DangerZone. Ich glaube, ein paar wenige Wochen nach CS2-Release hieß es schon, dass DangerZone fertig ist für CS2, beziehungsweise zumindest schon in CS2 drin sei und spielbar wäre. Wie gut wiederum, das sei mal dahingestellt, aber es wäre eigentlich schon drin. Und seit jetzt fast einem Jahr, CS2 wird bald ein Jahr alt, ist es eben so, dass immer wieder Nachrichten kommen, ich glaube, da kommt was. Und jetzt schien es gerade vorgestern so gewesen zu sein, als hätten die Volvos oder Steam oder wie auch immer sich dazu geäußert und einen kleinen, naja, mehr oder weniger Teaser bereit gemacht. Und zwar wurde vor allem in der mobilen Version von Steam das Bild von CS2 auf DangerZone gewechselt. Natürlich ist es hierbei verständlich, dass einige gesagt haben, guck mal da, es kommt jetzt bald. Valve hat sich offiziell dazu bekannt gegeben oder eben die Info rausgehauen über diesen kleinen, wir wechseln mal das Bild, dass DangerZone jetzt kommt. Auch an mich wurde die Info sofort rangetragen. Leider hat sich kurz darauf bereits herausgestellt, dass Steam in dem Fall, vor allem die mobile Version, also die App auf dem Handy, dass die hier einen Fehler gemacht hat und einige Spiele auf ihr Bild von 2018 gestellt hat. Und dummerweise kam DangerZone genau 2018 rum, darum war eben das Bild von DangerZone für eine kurze Zeit drin. Das ist mittlerweile wieder gefixt und ich glaube, mehr gab es dazu nicht. Es wurde einfach nur gefixt, das war's. Es kam keine Nachricht von wegen, oh sorry, es kommt noch gar nicht oder wir sind bald fertig oder irgendwas. Es wurde dann einfach nur gefixt. Das ist jetzt halt echt blöd gelaufen. Viele waren wirklich schon so genau am Rande des Wahnsinns und haben sich so gefreut und gesagt, das ist der letzte Punkt. Das zeigt, dass DangerZone jetzt kommt. Wir warten nicht mehr lange. Nächste Woche ist es da, so nach dem Motto. Doch leider war das nur ein sehr blöd getimter Fehler. Nichtsdestotrotz kann man mit Bestimmtheit sagen, dass an DangerZone gearbeitet wird. Diese ganzen Strings, Codeblöcke und so weiter und so fort, die man immer wieder in den Update-News findet, versteckelt, die sind tatsächlich ja so, wie sie sind, eben drin. Wir haben auch, ich glaube, vor einem Dreivierteljahr ungefähr habe ich über neue Waffen berichtet, die man gefunden hat im Code, also komplett neue Waffen, die eben auch auf DangerZone hingedeutet haben. Also sie scheinen da schon irgendwie dran rumzufuchteln. Aber wenn man dann wiederum sieht, was sie eben gerade alles im Feuer haben, wie viele Eisen, also Deadlock, dann ja scheinbar doch Half-Life oder was? Zumindest was Half-Life-ähnliches, dann ist es verständlich. Zwar nicht gern gesehen, ja, aber ja, verständlich, warum es hier auch gerade so lange dauert, warum da so rumgezuckelt wird. Verschissen nochmal. Wir wollen endlich wieder neue Updates, hallo? Und bevor wir zu der SnapTap-Sache kommen, ganz kurz, denkt bitte dran, dass heute der letzte Tag, also heute am Freitag, ab 20 Uhr Livestream, der letzte Tag ist, oder der letzte Stream ist, in dem man in dieses Giveaway rein kann. Dieses Desert Eagle General Jürgensmund Giveaway ist nur noch heute im Stream betretbar, am Freitag. Danach ist es durch, der Gewinner wird gezogen und fertig. Als nächstes größeres Giveaway haben wir uns übrigens bereits diese Desert Eagle Fennec Fox ausgesucht. Da könnt ihr mal noch kurz im Chat, also in den Kommentaren schreiben, was ihr hiervon haltet. Das Ding wird auch gleich mit dem normalen YouTube-Giveaway verbunden sein, also die Beantwortung der Frage. So, Dylan, was ist jetzt hier mit der Esel? Die ESL hat bekannt gegeben, dass sie das SnapTap-Feature auch bannen. Hier wird aber im Speziellen erstmal nur auf LAN-Events, also In-Person-Events, gezielt. Man könnte jetzt herauslesen, dass es online nach wie vor erlaubt ist. Ich denke aber, der Trend geht eher in Richtung Verbot von diesen Geschichten hier. Nicht nur SnapTap, sondern so, wie es auch die anderen Hersteller nennen. Heute gibt es für euch hier auf YouTube eine MP9 Hydra zu gewinnen. Schönes grünes Teilchen mit Schlangen drauf. Mhm. Die könnt ihr ganz einfach gewinnen, indem ihr die Frage von vorhin beantwortet. Und zwar, habt ihr auch Bock, dass die Fennec Fox ins nächste größere Twitch-Giveaway kommt? Ja oder nein? So, wir sehen uns dann heute Abend um 20 Uhr am Freitag im Livestream. Also, falls du Lust und Zeit hast. Dringend Elo snacken, ja. Wir haben jetzt heute am Donnerstag 200 Elo Plus gemacht. Also, am Ende. Wir hatten zwischendurch 700 Elo Plus, aber naja, jetzt sind es halt 200. Immerhin etwas. Aber das muss heute, also am Freitag, auf jeden Fall besser laufen. Gut, dann bis später im Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Und ja, wir sehen uns. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.